Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal Airborne Kingdom. Ein neues Aufbauspiel, also für mich ein neues Aufbauspiel und für diesen Kanal ein neues Aufbauspiel. Das Spiel selber ist mittlerweile 2 Jahre alt, ist 2022 rausgekommen. Ein Nachfolger ist auch schon in Ankündigung. Also man sieht es hier, Moment, Maus, wo bist du? Ah. Man sieht es hier schon, Airborne Empire ist der Nachfolger, ist noch nicht käuflich zu erwerben, also ist auch noch nicht veröffentlicht von den Entwicklern, soll aber halt noch 2024 als Early Access auf Steam erscheinen und wie auch gesagt, auf Steam selber sieht man im Augenblick die Ankündigung halt, ne? Und ja, schauen wir mal. Aber jetzt ist erstmal Airborne Kingdom angesagt. Und ich bin echt mal gespannt. Ne? Also erst Airborne Kingdom, dann Airborne Empire. Was kommt als nächstes? Airborne Dynasty oder so? Keine Ahnung. Gut, ich bin auf jeden Fall mal mächtig gespannt. Denn so wie man hier schon so ein bisschen erahnen kann, ja, und auch am Namen sich vielleicht schon denken kann, dieses Städtebau-Gedingse-Simulationsspiel findet in der Luft statt. Wir bauen Luftschlösser, sozusagen. Wir haben mal sehr gespannt, was uns da so erwarten wird. Und ja, das sieht ja schon mal ziemlich einladend aus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nicht irgendwas gemacht hier. Ne? Ich habe einziges, was ich gemacht habe, ist an den Einstellungen so ein bisschen rumgeguckt und das hier wieder entsprechend so alles auf 4K umgestellt. Das Spiel, das ich ja davor hier noch gespielt habe. Draugen. Ist mittlerweile 5 Jahre alt, ist aus 2019, sieht dafür noch total gut aus, hat eine super Story, kann ich nur empfehlen, ja, also wer Draugen noch nicht geguckt haben sollte und auf gute Stories abfährt, gucken, Pflichtprogramm, auf jeden Fall, ist auch recht kurz, sind glaube ich nur 11 Folgen und ja, und genau, weil ich jetzt für diese Woche noch eine 6. Folge brauche, wusste ich jetzt nicht, was mache ich. Und da bin ich über Airborne Kingdom gestolpert. In der Luft. Ja, passiert. So, wir starten. Bevor noch mehr Unsinn rede, starten wir einfach mal. Was haben wir jetzt hier? Wir können starten ein neues Spiel, was wir gleich machen werden. Neues Spiel Plus. Neues Spiel Plus bietet eine größere, zufälligere Karte, die du mit 9 Stadtzentren erkunden kannst. Sieh es als neue Herausforderung an, falls du bereits ein Spiel abgeschlossen hast. Schalte diesen Modus frei, indem du im normalen Spiel die Wandteppich-Mission abschließt. Baue jedes Wunder, um die verschiedenen Stadtzentren freizuschalten. Ja, das hört sich so nach dem etwas, wahrscheinlich so eine Art Hardcore-Modus an, in diese Richtung. Dann gibt es noch einen Kreativmodus. Der Kreativmodus ist wie ein Spielplatz. Wir schalten alle Gebäude und Anpassungsoptionen frei und du musst dich nicht um die Einwohner oder ihre Bedürfnisse kümmern. Okay, das ist dann also wirklich nur so ein Bastelmodus. Irgendwie juckt da ein Auge oder ist da irgendwas drin hängen? Ja, keine Ahnung. Wenn du gerade zum ersten Mal spielst, möchten wir dir ans Herz legen, erst ein neues Spiel ausprobieren und später kreativ zu werden. Würde sich anbieten, auf jeden Fall. So, zurück ist zurück, das ist selbsterklärend. Was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt habe ich den Faden so ein bisschen verloren. Kennt man bei mir jetzt. Das passiert schon mal. Neues Spiel. Wir fangen einfach mal an. So, oh, Moment. Normal, schwer, zurück. Ich würde sagen normal. Ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, irgendwie, oh, direkt hier heavy. Ich kenne das Spiel noch nicht und da bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Wir machen mal hier den normalen Modus. Und ich bin mal gespannt, was mich so hier erwarten wird. In a bygone age, a kingdom existed like no other. This kingdom did not anchor its power. This kingdom took to the skies. The Airborne Kingdom traveled to every kingdom on the ground, sharing knowledge, culture, and tradition. Its great council guided the lands through a golden age. Yet, long before even our elders can remember,
the airborne kingdom vanished. The people sought to continue their harmony, but self-interest began to overrule. The land's three regions slowly isolated. Trade, travel, connections all unwound. Kingdoms contracted, and small settlements nearby were nearly wiped away. Bygone times turned to legend. But in the tapestry, we found instructions. A blueprint to remake the technology of the ancients. A prophecy to restore the airborne kingdom. There was but one belief we had wrong that day, though it proved vital. For such a finding, was no chance at all. Ja, und nach diesen einleitenden Worten heben wir ab. All unsere Mühen machen sich bezahlt. Unser Zuhause fliegt, juhu! Doch dies ist erst der Anfang. Ja, fängt immer klein an, logisch. Ne? Man muss sich natürlich erstmal mit allen so vertraut machen. Ich meine, so mal so ein Haus, ne, mal so eben in die Luft zu heben, ist jetzt keine leichte Sache. Das steht nun mal außer Frage. Ich weiß es überhaupt. So, was haben wir denn hier Schönes? Kann ich hier schon irgendwas mit der Maus, wenn ich da drüber gehe, tut sich hier erstmal nichts. Kann natürlich daran liegen, dass dieses Fenster hier noch aktiv ist und wir hier noch keine Zusatzinformationen abrufen können. Aber so mal so auf die Schnelle. Hier gibt es zufrieden. Steht da zufrieden. Geht um die Bevölkerung. Die ist im Augenblick zufrieden. Wir haben 9 Leute und die sind alle untätig. Faulen Säcke. Wir haben Nahrung. 28 Einheiten bräuchten 30. Und macht einen Malus von minus 0,4. Wahrscheinlich im Bereich Zufriedenheit oder so. Okay. Gleiche Probleme beim Wasser. Da haben wir 15 Einheiten. Wir brauchen 30. Das Doppelte. Uiuiuiui. Macht auch einen Malus von minus 4. Minus 0,4. Wie setzt sich da diese Verhältnismäßigkeit zusammen? Ich meine, da fehlen 2 Einheiten und hier fast hier die Hälfte? Naja gut, ich beschwere mich nicht, wenn der Malus der gleiche ist. So, wir haben... Ready Spit. Weiß ich noch nicht, könnte die Richtung sein, in der wir uns bewegen und möglicherweise die Geschwindigkeit 20 Luftkilometer, keine Ahnung, von 40. Hier ist irgendwie 0% Antrieb oder so, müssen wir gucken, werden wir sehen. Was ist das? Irgendein Grüssel? Da haben wir 28 Einheiten von, bräuchten 30, Malus von 0,5. Okay. Das sieht aus wie Bäume, da haben wir 22 von und noch kein Malus, weil alle noch da. Das gleiche bei, denke mal, Steine. Das könnten so ein Doppel-T-Träger. Deutet auf Stahl hin. Da haben wir nichts. Das ist, keine Ahnung. Soll das Glas sein? Ich weiß es nicht. Sind was auch nicht vorhanden. Tuch haben wir auch nicht. Da würde der Monk aber fluchen. Tuch! Und hier ist irgendwie Lagerkapazität oder sowas in der Richtung. Da sind 32 Einheiten eingelagert. So, ne, alles, was wir so haben. Und Kapazität bis 100. Vermute ich jetzt erstmal. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Edelsteine haben wir noch nichts, aber doch mal das jetzt hier. Ja, ich denke mal, wird auf jeden Fall Edelstein irgendwie mit Edelstein zu tun haben. Gut. Hier hätten wir die Möglichkeit, irgendwelche Einstellungen zu tätigen. Hier haben wir einen Kompass, wie man unschwer sehen kann.
Ja, dann, ach, hier gibt es auch noch Sachen. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Das könnte so ein Nachschlagwerk sein. Das Hammer-Symbol deutet für mich darauf hin, hier wird man aktiv. Ja, da kann man Dinge zerdeppern. Nein, bauen. Das ist eine Map. Vermute ich mal ganz stark. Das sieht sehr stark nach einer Map aus. Ziele, die wir anfliegen wollen. Wir werden es erleben. Wir werden es erleben. Hoffe ich. So. Ja. Um die Vision der alten Vollends zu verwirklichen, müssen wir jedes Königreich der Lande finden und es zu unseren Verbündeten machen. Okay, das ist keine leichte Aufgabe, kann ich mir vorstellen. Das wird heftig. Außerdem brauchen wir Einwohner für den großen Rat dieses neuen Reichs. Okay. Dann ist das so, wenn das so ist. Den Anfang sollten wir in Rutala machen, denn es ist das einzige uns bekannte Königreich. Besser als nichts. Doch zunächst gilt es, Häuser zu bauen und Vorräte zu finden. Ja, das haben wir schon gesehen. Ne? Gerade hier Wasser ist ganz dringend. Ich meine, auch Nahrung ist nicht unwichtig. Und ja, Ressourcen aller Art, ne? Ist auch nicht so zu braucht man auch. So, fangen wir an. Ich habe ein bisschen Angst. Kann ich. Ah, ja, ich kann. Huch. Was? Begegnung? Ich habe gerade erst angefangen. Ach, Bewegung! Lesen ist, ja, Zufall. Bewegung! Tutorial! Was ist das für ein Tutorial gibt? Ich bin nämlich hier auf jetzt schon vollkommen überfordert. Nein, noch nicht. Kommt noch. Im Gegensatz zu anderen Königreichen kann sich deines bewegen. Ja, Moment, da gibt es noch so eine wandernde Stadt, die habe ich schon kennengelernt. Das war auch sehr interessant, aber die war immerhin auf dem Boden. Ja, noch der war auf dem Boden der Tatsachen, sozusagen. Aber die ist durch die Gegend marschiert. Deines kann sich bewegen. Klicke einfach mit der rechten Maustaste auf das Land und schon fliegst du dorthin. Oh, das ist cool. Also rechte Maustaste, müssen wir uns merken, ist für ne, die entsprechenden Koordinaten zuständig. Was ist denn da mit der Wolke? Hallo? Die verschwindet, wenn man das so auch nicht verkehrt. Da kann man das Land darunter sehen. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist sehr gut. Es hat seine Vorteile, nicht örtlich gebunden zu sein. Du kannst beispielsweise zu Ressourcen fliegen, die sonst zu weit entfernt wären. Ja, wenn man da hinlaufen müsste. Aber hallo. Je näher du an eine Ressource bist, desto schneller wird sie gesammelt. Macht Sinn. Die Wege werden kürzer. So, wir schließen. Ich probiere das hier direkt mal aus. Ah, ja, sehr gut. Okay. Huch, was ist das denn? Da ist doch jemand mit irgendwelchen Fluggeräten unterwegs. Wir sind nicht die Einzigen. Moment mal, Wald. 38 verbleibend, ungefähr 2 pro Flug. Weise Arbeiter zu, um Bäume aus diesem Wald zu sammeln. Nützlich zum Bauen. Ja, würde ich gerne. Oh, mit WASD verschiebe ich die Kamera. Das ist aber noch sehr. Hallo? Von wegen, die fliegen dann dahin, wo ich. Hallo? Ich will hier hin. Kannst du vielleicht mal drehen? Und zurückkommen? Ist das irgendwie machbar? Dann wäre es nett, wenn ich das Teil mal wieder sehen würde. Ach, das sind. Ach, das sind die. Das ist wie so Bojen oder so halt. So Markierungen, die da aufsteigen. Ich habe erst gedacht, das wären andere. Das sind wir. Okay. Nicht genug Flieger. Sind das Flieger, die. Verstehst du nicht? Also, das sind Flieger, die wir nutzen, um hier. Aha. Baue mehr im Hangar. Ich mach mal hier plus 5 oder plus. Irgendwie tue ich da nichts. Wie kann ich denn hier irgendwie mit den Arbeitern interagieren? Ich habe hier 9 Untätige. Stadtzentrum. Kann man hier vielleicht mal. Ah, wow. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen sehr. Sehr eigenartig. Wir haben da so ein paar Leute rumwuseln. Man kann das auch kippen. Okay.
So kann ich rotieren, also rechte Maustaste gedrückt halten und dann die Maus bewegen. Dann kann man hier das Ganze bewegen. Das ist schon mal nicht verkehrt. Die Bauform sehr, sehr nett. Einzelne Arbeiter irgendwie zu. Komm, man kann die anklicken. Das geht. Jovut Schnee ist zufrieden, aber untätig. Da sind die irgendwie alle. Warte mal, ich gehe nochmal auf Grundsteuerung. Huch. So. Komm, wir machen erstmal mit dem Tutorial weiter. Ich glaube, viel weiter werden wir auch nicht kommen in dieser Folge. Klicke auf die linke Maustaste, um Objekte im Spiel auszuwählen. Halte die rechte Maustaste gedrückt, während du deine Maus bewegst, um die Kamera zu drehen. Ja, das haben wir gemacht. Ja, genau. Alternativ kannst du die Tasten Q und E benutzen. Okay. Mit den Tasten W, A, S und D bewegst du die Kamera nach vorne, links, zurück und rechts. Das haben wir auch schon rausgefunden. Alternativ kannst du die mittlere Maustaste gedrückt halten, während du die Maus bewegst. Ich glaube, da muss ich meine Maus noch für konfigurieren. Die hat da auf der mittleren Maustaste so ihre eigenen Vorstellungen, was sie da immer macht. Mit C zentrierst du deine Kamera wieder auf das Stadtzentrum. Oh, das ist cool. Alternativ kannst du in der unteren Leiste auf die Schaltfläche zentrieren klicken. Zentrieren ist wo? Egal, werden wir finden. So, das war die Geschichte mit der, also Kamera nach hinten vorne und rechts und links bewegen. Das ist schon mal ganz gut. Rechte Maustaste gedrückt halten, um das Ding hier zu drehen. Und mit der linken Maustaste Objekte im Spiel auswählen, während wir dann halt mit der rechten steuern, also sagen, wo er denn hin soll. So, ich probiere das nochmal ganz kurz aus. Hier, wenn ich da... okay, ja, da waren wir ja schon. Weise Arbeiter zu, ja, wie weiß ich, also ja, das muss ich hier... Moment. Einwohner und Arbeit. In der oberen Leiste siehst du, wie viele Einwohner sich dir angeschlossen haben. Das sind immer noch 9, die alle nichts machen. Links findest du die Einwohnerzahl, rechts die Anzahl an Wohnblöcken. Ach, das sind die Wohnblöcke. Okay. Jede Person braucht einen Wohnblock. Die haben noch nichts. Ist schlicht. Einwohner, die keine Aufgaben zugewiesen sind, bauen automatisch an ausstehenden Bauprojekten. Das ist cool. Wenn sich gerade nichts im Bau befindet und sie keine Aufgaben haben, zählen sie als untätige Arbeiter. Das ist der Zustand, den wir im Augenblick haben. Die Zahl findest du neben der Anzahl der Wohnblöcke. Jo. Wie wäre es, wenn du nun ein paar Wohnblöcke für deine Einwohner baust? Ich habe da nichts gegen. Muss man nur sagen, wie. Dann mache ich das auch sofort. Schließen. Moment, ich gehe mal auf C. Ah, sehr gut. Dann gehen wir mal ein bisschen näher ran. Wie kann ich denn hier einen Wohnblock bauen? Stadtzentrum. Das Herz unseres fliegenden Königreichs lagert als Treibstoff. Was immer sein mag. Kohle vielleicht? Wahrscheinlich Kohle. Könnte ich mir vorstellen. Für den großen Ventilator, der dann mit allen Auftriebsgebäuden verbunden wird, die ebenfalls Kohle benötigen. Ich denke mal, das soll Kohle sein. Kann ich hier irgendwie... Kohle, ja genug. Ja, genau. Ja. Wenn unsere Kohle jemals zur Neige geht, stürzt unsere Heimat auf den Boden. Oh mein Gott. Folglich müssen wir unseren Bestand stets im Blick haben. Liefere pro Stunde 40 Einheiten Energie für 0,5 Kohle. Mit Kamera fixieren, Z zum Stadtzentrum, Z um Stadtzentrum zu ändern. Okay. Passe Motive an, was auch immer. Da kann man passe Luftboje an. Ach, die kann man dann entsprechend irgendwie noch malen. Also bemalen. Nicht malen, sondern bemalen. Huch. Mit der Kamera, das muss ich aber noch lernen. So, wir sollen, oder es wäre gut, wenn wir irgendwelche Wohnungen bauen. Ah, Wohnblock. Ein Wohnblock bietet einem Einwohner ein Dach über den Kopf. Jeder Block wird mit einem direkten Nachbarn zu einem 2x2 großen Haus verbunden. Benötigt 5 Bäume. 0,5
aufwärts benötigt. Was auch immer diese kleine 0,5 bedeutet. Zufriedenheit, was auch immer. Oha. Oh, jetzt wird's aber, jetzt wird's aber heftig. R zum Drehen, Z um Wohnblock zu ändern. Eingang kann nicht mit Weg, Eingang nicht mit Weg verbunden. Keine Neigungsprobleme, 0 Grad vor, 0 Grad nach rechts. Ah, sowas muss man auch noch achten. So, wir drehen das erstmal, damit wir hier eine Verbindung hinkriegen. Da ist der Eingang. Wie, Moment mal, kann ich das jetzt hier? Moment, Augenblick. Dreh mal hier den ganzen Komplex so ein bisschen. So, Moment. Der Pfeil zeigt natürlich jetzt in die andere Richtung. So, nein, das war einer zu viel. So, jetzt aber. Kann ich den, kann ich das, wie kann ich denn das jetzt hier dran setzen? Eingang nicht mit Wegen verbunden? Aber hier ist doch ein Weg und der Ding dockt doch, also würde doch direkt hier andocken. Verstehe ich jetzt nicht? Moment, ich erde nochmal. Aber es ändert sich nichts. Auch komisch. Moment, wir können bauen. Wohnblock, Hänger, Weg. Ah, okay. Und Akademie noch nicht. Ein Weg, ne? Aha. Okay. Kann ich den auch rotieren? Muss ich den rotieren? Ne, da tut sich nichts. Ach. Sieht doch cool aus. Gut, wir bauen hier erstmal. So ein Weg. Das da auch. Okay. Ja, lass ich erstmal. Okay, okay. Also Weg haben wir gemacht. Jetzt kommt ein Wohnblock. Hier und hier. Ah, jetzt geht es. Ein Augenblick, das muss ich erstmal wieder. Nee, ich will erstmal das hier ein bisschen rotieren. Ja, nein, verkehrte Richtung. Geht es mir nah? Ich lerne noch. Ah, Hilfe. Das will ich dahin haben. Ah, das war zu viel des Guten. Was ist los? Haben wir keine... Warum geht das hier nicht? Haben wir keine, wir haben noch. Ja, zum Drehen. Moment mal. Das ist doch richtig. Was ist mit Z? Ich guck mal, wenn ich auf Z drücke, was tut sich dann? Nö. Hey. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum die nicht weiterbauen wollen, also dieses weitere Gebäude nicht bauen wollen, weil wir haben noch genügend Holz. Wir machen erstmal hier weiter. Moment mal, Gebäude und Neigung. Jedes Gebäude muss über Wege mit dem Stadtzentrum verbunden werden. Das haben wir gerade gelernt. Diese begehbaren Plattformen dienen auch als robuste Verbindungsstücke zwischen Gebäuden. Okay. Wohnblöcke lassen sich zu 2x2 Komplexen verbinden, aber... So kann ich maximal zwei Wohnblöcke dann nebeneinander setzen. Meinen die das damit? Aber diese Komplexe müssen mit einem Weg verbunden sein. Spätere Gebäude lassen sich vielleicht genau wie Wohnblöcke verbinden. Okay. Wenn du Gebäude platzierst, solltest du die Neigung im Blick haben. Wird eine Seite zu schwer, neigt sich dein Königreich. Was der Bevölkerung nicht gefällt und dich langsamer macht. Ich kann mir vorstellen, dass ich wohl aufspüren, wenn ich da so schräg in Lage bin. So. Ist nicht so gut. Ist nicht so gut. So, wir schließen mal. Ja, das mit dem, Moment mal, also das jetzt mit dem Wohnblöcken bin ich jetzt nicht so ganz sicher, ob ich das so hundertprozentig alles verstanden habe. Das sieht da unten aus wie so ein Teppich, ne? Also ganz nebenbei bemerkt. Achso, Ressourcen sammeln. Ressourcen sammeln. Sammeln. Wir sammeln mal ein paar Ressourcen. Du fliegst vielleicht über den Himmel, aber trotzdem brauchst du Ressourcen vom Boden.
Damit deine Einwohner dorthin gelangen können, brauchst du einen Hangar. Oh, den haben wir, glaube ich, noch nicht. Dort sind Flieger stationiert, mit denen deine Einwohner zum Boden düsen. Ach doch, da müsste doch schon sein. Und Materialien sammeln können. Ein Hangar gehört zu den ersten Gebäuden, die du bauen solltest. Ja, wir müssen es doch bauen. Okay. Sobald du einen hast, kannst du per Linksklick auf den Wald in die Nähe klicken und Einwohner beauftragen, dort Bäume zum Bauen zu sammeln. Ah, deswegen hat das nicht funktioniert. Ich verstehe. Wir brauchen also unbedingt einen Hangar. Ich sollte vielleicht erstmal mit den Wegen weitermachen, wenn das geht. Wege sind wichtig, habe ich gelernt. So, wir machen hier mal so ganz vorsichtig weiter. So, ich hoffe, ich habe noch genügend Holz. Oder verbraucht sich so gut wie gar nichts, kann das sein? Da wäre ich nicht böse drum. Hier dann mal so ein bisschen vor mich rum. So, hier ein Weg, da ein Weg. Wir machen hier erstmal so einmal so reihum Wege. Oder vielmehr wir überhaupt einmal einen Rundumweg sozusagen. Ich denke, das kann nicht ganz verkehrt sein. Hoffe ich zumindest. Bin mir da nicht sicher. Nicht, dass irgendwie jemand denkt, ich weiß, was ich hier tue. Mit Nichten und Neffen. So, wir brauchen einen Hänger, habe ich gelernt. Ein Hangar. Ich bin auch so ein Hänger. Ein Hangar. So, oh. Moment, ich muss mal ganz kurz nochmal zurück. Augenblick. Enthält 7 Flieger, mit denen Arbeiter zum Boden fliegen können, um Ressourcen zu sammeln und mit anderen Völkern zu interagieren. Kostet 10 Steine, glaube ich. 2 Dingens, was auch immer, benötigt. Einige Einwohner haben kein Zuhause. Ja, ich weiß, ich wollte auch was bauen, aber man hat mich ja nicht gelassen. So. Riesiges Kanonenrohr. Das ist ein Riesenteil. Einen Moment. Ich wollte doch nur drehen. Ich wollte mir doch nur eine Übersicht verschaffen, liebe Leute. Ich glaube, so geht das. Ich sehe schon, wir kommen da so ein bisschen ins. Hält sich noch einigermaßen. Warte mal. Wie wäre es denn? Kann ich hier noch ein paar Wege machen? Da ein Weg, hier ein Weg. So, Augenblick. Ich dreh den Vogel hier mal so ein bisschen. Nicht so nah. Seh nichts mehr. So, dann machen wir hier mal so einen Weg und da so einen Weg. Dann geht es dann da irgendwie wegetechnisch weiter. Das lasse ich dann mal erstmal für uns offen. Für spätere Aktionen. Und ich guck mal, ob ich noch irgendwie so einen Wohnblock hinkriege. Vielleicht die dann dahin. Ja, ich warte erstmal. Ich setze das nochmal da so hin. So, und dann schauen wir mal, dass wir brauchen dringend Holz. Da ist was mit Bäumen. Wie war das nochmal gleich? Rechte Maustaste. Und dann... Bauen. Ja, das wollte ich ja. Gerade noch nicht fertig. Hangar enthält 7 Flieger, mit denen Arbeiter zum Boden fliegen können, um Ressourcen zu sammeln. Blablabla. Andere Flieger, ja, das hatte ich ja schon mal so ein bisschen. Ich will, dass der da hier wieder hinfliegt. Okay. Neue Gebäude erforschen, soweit bin ich noch nicht. So, das müsste so ungefähr die Stelle sein. Moment. 3, 4, ich mach mal 5. Erstmal. Ach! Hör auf! Okay. Ach, so funktioniert das. Warte mal, ich bin ein bisschen näher ran. Das denn geht.
Das sind kleine Flugzeuge. Moment, Augenblick. Zentrieren, drehen. Jetzt sehe ich das erst. Wie cool ist das denn? Die sind da mit kleinen Flugzeugen dann unterwegs. Und vollführen da gar lustige Flugakrobatik. Ich bin vollkommen baff. Das sieht ja geil aus. Okay. Sieben waren das, ne? Also, gebe ich doch hoch mal. Nicht genügend Flieger. Ja, dann so, machen wir das so. Sechs ist das Maximum. Einige Einwohner haben kein Zuhause. Ja, ich weiß. Wir müssen da noch ran. Aber ich brauche erstmal noch so ein bisschen Baumaterial. So. Kann man das wieder abbrechen? Ich glaube, dass die von selbst irgendwie aufhören, ne? Muss ich die dann wahrscheinlich ganz einfach abziehen. Ich probiere das mal aus. Wenn ich jetzt hier auf 0 gehe. Ja, genau. Jetzt habe ich wieder 9 Untätige. Da kommt der letzte gerade angedüst. Wir haben jetzt hier 34 Einheiten Holz. Uns geht so langsam die Kohle aus, kann das sein? So. Neue Gebäude erforschen. Bauarbeiten auf einer fliegenden Plattform sind schwer. Abgesehen von grundlegenden Gebäuden und Lagern musst du neue Bauvorhaben an einer Akademie erforschen, damit sie auch im Himmel funktioniert. Noch haben deine Einwohner kaum Ideen. Doch eine Lehmhütte wäre enorm praktisch, wenn du wahrscheinlich Lehm in Steine umwandelst. Also in so, wie nennen sie das? Backsteine. Genau, umwandeln kannst. Baue eine Akademie und beginne eine Lehmhütte zu erforschen. Okay. Wir müssen Lehm sammeln und wir brauchen eine Akademie. Technologiebaum. Keine Akademie. Okay, was haben wir hier? Anhalten. Okay. Wir können auch anhalten. Kamera zentrieren. Okay. Karte. Cool. Die Ruinen des Wandteppichs. Baue das Königreich der Lüfte wieder auf. Die Prophezeiung auf dem Wandteppich ist eindeutig. Können nur gedeihen, wenn wir das Königreich der Lüfte wieder aufbauen. Dafür benötigen wir einen großen Rat, der ebenso viele Mitglieder hat wie der Alten. Und wir müssen jedes Königreich der Lande finden und zu unserem Verbündeten machen. Doch dies schaffen wir nur, wenn wir uns ihre Treue auch verdienen. 9 von 150 Bevölkerung und 0 von 12 Verbündeten. Wandteppich, Mission, bla. Kommen Sachen auf uns zu. Hier können wir pausieren, fortfahren, Spiel speichern. Ich guck mal, kann ich hier speichern? Ich kann hier speichern, das ist cool. Das erfreut mich sehr, das erfreut mein Herz. Ja, dann würde ich sagen, mit diesen Bildern würde ich mich fürs Erste verabschieden. Wir steigen dann in der nächsten Folge hier wieder ein und machen mit den Dingen, die wir da zu erledigen haben, wie beispielsweise das Erforschen von einer Akademie, Lehmhütten, wie auch immer. Lehmhütten müssen wir erforschen. Machen wir dann weiter. Ich bin mal gespannt, was hier uns noch so alles erwarten wird. Bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich positiv überrascht von dem Spiel. Schauen wir mal, wie die Geschichte sich so weiterentwickeln wird. Aber im Augenblick bin ich da noch Gute Hoffnung. Ja, immer. Gut, bevor ich noch mehr Unsinn rede, bedanke ich mich erst einmal dafür, dass ihr mich hier begleitet, hier in diesem neuen Let's Play. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich auf jeden Fall. Ich ziehe die Sache erstmal durch, solange wie es aushalte. Ich hoffe, das Ganze wird hier einigermaßen gut laufen. Gut,
Neues Let's Play, neues Aufbauspiel, neue Geschichte, alles neu. Neues Setup, wie ihr hier auch seht. Obwohl, Leute, die schon länger bei mir sind, die kennen das. Ich habe das schon mal benutzt. Und ich habe das wieder rausgekramt und denke mal, gucken wir mal. Probieren wir es doch einfach mal aus. So, ist aber endgültig aus dem die Maus für diese Folge. Vielen lieben Dank für eure Treue, für euer Dabeisein, für eure Geduld. Und wie immer wünsche ich euch alles, alles Gute. Genießt die Zeit und geht nicht in die Luft.